Hallo Leute, hier ist wieder Chupa von den German Oilsters. Heute mit einem Bildguide über den Stormcall Inquisitor, den ich als zweiten Charakter diese League gespielt habe. Ich muss sagen, er hat mich sehr, sehr überzeugt. Einfach deswegen, weil er wunderschön mit anzusehen ist. Er ist ein richtig schneller Clearer, aber er kann auch gut Bosse legen. Das ist ja auch meistens so, wenn man cleart oder ein Bild hat, der gut clearen kann. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Ekanova oder Flicker Strike gespielt habt. Dann steht ihr vorm Boss und denkt ihr euch, soll ich den jetzt skippen oder soll ich jetzt 3 Minuten auf den draufhauen? Das ist bei diesem Charakter überhaupt nicht so, denn das Besondere ist halt einfach, also ich finde, Stormcall ist schon extrem OP, ja, also overpowered, weil das Ding ist halt einfach, dass der so einen guten Clearspeed hat und zusätzlich dann auch Bosse so gut legen kann, das ist, sage ich mal, schon sehr, sehr schön und es ist kein großes Investment. Also es gibt 2 Variationen, die ich euch in diesem Guide vorstelle. Wir werden uns gleich das Intro-Video, das folgt nach meiner kurzen Einleitung. Da geht es einmal um das Budget Gear, da könnt ihr mal sehen, wie man mit Budget Gear spielt, da habe ich wirklich richtig schlechte Items an. Und die zweite Variante ist dann mit dem Endgame Gear, dann habe ich jetzt momentan mit meinem Gear Shaper und die Guardians auf Farm-Status. Wir sehen uns dann wieder, ja, dann geht es über die Items, die Spielweise, da muss man ein bisschen was nochmal beachten, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Das kommt alles dann im zweiten Teil nach dem Intro-Video. Wir sehen uns gleich wieder, bis gleich. So Leute, jetzt geht es einmal um das Gear. Ich fange jetzt einmal an und gehe so ein bisschen über die Items, ja, und dann zeige ich euch auch, was ihr austauschen solltet, wenn ihr dann Currency bekommt. Das Wichtigste bei einer Waffe und beim Schild ist dasselbe, und zwar Spell oder Lightning Damage und Critical Strike Chance for Spells. Das könnt ihr auf der Waffe haben, aber auch auf dem Schild. Hier seht ihr Spell, Lightning und Critical Strike Chance for Spells. Das ist so hoch wie möglich. Auf dem Schild könnt ihr sogar Leben und Resistenz noch drauf haben, wenn euer Geldbeutel das zulässt. Hier haben wir einmal noch Attack Speed, ist auch ziemlich gut für Shield Charge und Lightning Damage to Spells nochmal als Nonplusultra Waffe. Ich habe übrigens einen Dagger genommen, einen Dagger, da könnt ihr Shield Charge benutzen. Das geht mit dem Zepter nämlich nicht. Ja, Zepter ist ein bisschen stärker so vom Damage her, aber da müsst ihr Lightning Bolt benutzen, was halt super eklig ist so für Mappen. Deswegen am besten Dagger Base nehmen und dann diese Stats, die ich gesagt habe. Ansonsten haben wir 2 Uniques, die wir unbedingt brauchen. Das ist die Impulsors Broken Heart. Ja. Die ist einmal gut für Single Target, aber auch fürs Clearen wegen der Schockexplosion und weil wir halt die Bosse schocken. Ansonsten haben wir noch den Essence Swarm, der gibt uns, wenn wir eine Aura rein, der hat so einen Sockel mit drin und da habe ich eine Rev Aura drin und wenn wir das da reingesockelt haben, hat es immer +2 Level, das ist eine 22er Rev und mehr Damage halt. Ne? Zusätzlich reserviert das kein Mana, das heißt, wenn ich die jetzt momentan läuft, die und wir haben hier 0% Mana reserviert, einfach wegen dem Essence Swarm, auch ein super starker Ring, ist auch nicht so teuer, vielleicht so 15 Chaos am Anfang der League und dann ist er noch ein paar Chaos Mitte der League wert. Ansonsten würde ich euch empfehlen, Hände, Schuhe, Gürtel, Ring, zweiter Ring und Amulett.
Da wollt ihr immer nur Leben und Resistances drauf haben am Anfang für eure Budget-Variante. Am besten müsst ihr das so ein bisschen, ihr könnt mit C könnt ihr euer Tab aufmachen, Defense, und dann guckt euch einfach eure Resistances an. Ich empfehle da so ungefähr, peilt einfach so einen Wert zwischen so 110, 120 bei jedem an. Das steht dann hinten in der Klammer. Ja. 110 oder 20 ist, sage ich mal, hier relativ locker zu erreichen. Besonders mit Rare Gear. Ansonsten die Kaums Roots sind ziemlich gut, die haben 200 Flat Life drauf, haben kein Movement Speed, interessiert uns aber nicht, weil wir die ganze Zeit sowieso Shield chargen und da wird der Movement Speed sowieso nicht eingerechnet. Ansonsten als Enchant wollte ich hier drauf haben, Increased Attack Speed, wenn wir getötet haben, ja. Oder Flat Lightning Damage für Bosse. Ja. Flat Lightning Damage ist dann nochmal 1 bis 120, glaube ich. Ist auch nicht so schwer, selber den zu bekommen. Ich glaube, man hat eine 5%ige Chance, jeden Enchant zu bekommen, außer ich glaube 2, aber der Increased Attack Speed, habt ihr 5% pro Lap-Run Chance, den zu bekommen. Jetzt haben wir erstmal das Budget Gear erklärt, ist relativ einfach. Mit dem Budget Gear wollen wir Warlord's Mark und Blasphemy Support haben. Das heißt, wenn wir Warlord's Mark dann mit Blasphemy koppeln, dann ist das auch eine Aura, ja. Und dann bekommen wir, seht ihr hier, Cursed Enemies have 2% Life und Mana Leech. Life und Mana Leech ist extrem wichtig, weil sonst spammen wir und dann geht unser Mana einfach in 1 down. Und das ist besonders bei Bossen nicht so angenehm. Deswegen braucht ihr auf jeden Fall dieses Setup, ja, Warlord's Mark und Blasphemy. Erstmal, ja, wenn ihr Budget Gear habt. Wenn ihr das Budget Gear dann langsam versucht auszutauschen, dann kauft ihr euch als erstes Item das Watcher's Eye. Das Watcher's Eye ist wichtig für uns. Da gibt es ganz viele verschiedene. Für uns ist wichtig, Prozent auf Lightning Damage Leeched as Mana, wenn wir mit Wrath affected sind. Das heißt, also wenn ich suchen würde, würde ich einfach nur Wrath eingeben und dann kommt halt dieser Stat schon. Das ist ein Unique Stat und das ist, kommt halt nur auf dem Watcher's Eye. Und wir brauchen auf jeden Fall Lightning Damage Leeched as Mana while affected by Wrath. Okay? Alles andere ist uns egal. Ich habe jetzt hier noch Purity of Ice. Ihr werdet sicherlich keinen mit Doppel-Rev bekommen, der wird unendlich teuer sein, deswegen ihr achtet nur auf Mana Leech. Wenn ihr das Watcher's Eye habt, zocket ihr den in euren Skill Tree rein und dann könnt ihr auch eure Mana-Flasche austauschen gegen eine Silberflasche. So, das ist das erste Item, was wir uns gekauft haben, kostet ungefähr, weiß ich, 50 Chaos oder so, oder vielleicht am Anfang, er liegt ein bisschen mehr, ne? Und dann wollen wir den Barracks Grip. Den Two-Stone-Ring, den tauschen wir einfach den Ring aus. Warum wollen wir den haben? Der gibt uns mehr Damage, der gibt uns Flat Lightning Damage, Cold Damage, Life ist da ein bisschen drauf, ein paar Resistances und der wichtigste Stat für uns, 1% of Damage Leech das Life against Shocked Enemies. Wir schocken unsere Enemies immer und deswegen kriegen wir Life zurück. Das heißt, wir haben einmal uns mit dem Watcher's Eye das Mana gesichert, jetzt haben wir uns das Life gesichert. Und wenn ihr den habt, das ist das teuerste Item, was ihr kaufen müsst, kostet ungefähr 100 Chaos momentan noch. Und wenn ihr den habt, dann auf jeden Fall reinnehmen. Und besonders, dann können wir unseren Helm mit dem Warlord's Mark rausnehmen und dann kommt unsere Damage-Aura rein, oder unsere beiden Damage-Auren. Das ist einmal Herald of Thunder und Herald of Ice. Ja, Herald of Thunder, Herald of Ice mit dem Assa-Mark und dem Curse on Hit Setup. Super geiles Setup, gibt uns ungefähr 15% mehr Damage. Das auf jeden Fall gemeinsam tauschen, also erst wenn ihr den Ring habt, dann den Helm. Noch eine kleine Anmerkung, Reduced Stormcall Duration, man hat ungefähr 0,1% Chance, dass man seinen eigenen Enchant im Lab trifft. Das heißt, wenn ihr selber Lab farmen wollt, um euch den Enchant zu farmen, lasst es lieber. Holt euch lieber eine ordentliche Base und farmt dann das Lab und holt euch irgendwelche Enchants und verkauft die und holt euch dann mit dem Erlös dann euren Enchant. Das heißt, euren eigenen Enchant zu farmen ist quasi, ja, könnt ihr die ganze Season farmen und es funktioniert halt meistens dann doch nicht. Okay, also Stormcoil Duration ist halt schön, weil wir casten ein bisschen schneller, das heißt, wir leechen auch schneller Life und Mana. Ist halt angenehmer auch zum Mappen, es gibt uns aber keinen direkten Damage Increase. So, wenn wir das alles haben, also in den Ringen und so weiter, dann wollen wir langsam darauf hinarbeiten, die 6 Link Impulser zu bekommen. Die 6 Link Impulser gibt uns nochmal roundabout fast 50% mehr Damage mit dem Conk-Effekt. Ja. Ihr tauscht, also ich momentan bin faul eigentlich
Und ich möchte gerne, ihr seht halt hier mit dem 5-Link, ist die Area halt größer. Wir können auch sogar noch Increase Area of Effect, dann ist die noch größer. Zum Mappen nehmen und für Bosse wollen wir auf jeden Fall den Conk-Effekt. Ich nehme immer den Conk-Effekt, weil der klärt so schnell und die meisten Level sind, sage ich mal, nicht so breit, damit man das wirklich benutzt. Deswegen Conk-Effekt rein, fast 50% mehr Damage bringt uns der 6-Link. Also das ist auf jeden Fall super, super stark und da solltet ihr versuchen, auf jeden Fall eure 6-Links so schnell wie möglich nach den anderen Items zu bekommen. Dann sind wir auch schon fast fertig, ja. Wenn wir dann die 6-Link-Impulse haben, kostet ungefähr 5, 6, 8 Exalted, dann wollen wir uns nochmal so ein bisschen um die Feinheiten kümmern. Das Jaw of the Storm, super gutes Amulett, wichtig für Single-Target, warum? Weil wir einmal natürlich Lightning-Damage ist auch für Clearen gut, aber wir bekommen hier auch den Level 20 Lightning-Bolt. Lightning-Bolt gibt uns nochmal flat Lightning-Damage obendrauf, extrem viel, also wirklich viel. Und das ist halt super gut, wenn ihr anfangen wollt, zum Beispiel Guardians und Shaper zu machen, nehmt ihr auf jeden Fall das Amulett rein. Ich bin momentan bei 5600 Leben mit noch nicht so ganz optimiertem Gear, also ihr könnt da locker auch an die 6000 Leben drankommen. Gerade mit den Calm's Roots, ja. Und deswegen, also wenn ihr ein Rare Amulett zum Mappen benutzt, könnt ihr das machen, da wollt ihr Crit Multi drauf haben, Spell Damage wäre noch nice. Life und Resistances, das ist da, sage ich mal, so auf dem Armor-Priorität. Genau. Und da auf jeden Fall erstmal, auf jeden Fall, also ich bin immer einer, der Defensive sagt, dann Offensive. Okay? Erstmal so gut wie möglich überleben und dann kann man immer mehr auf Damage spielen. Okay, dann möchte ich euch eine kleine Besonderheit sagen, das habe ich gerade gescreenshottet. Und zwar seht ihr das hier, ja, seht ihr das? Und zwar, das ist unser Spell Cascade. Das chaint dreimal. Und das ist die Spielweise. Das Besondere bei Stormcall ist, da wir die drei Areas machen, ist es so, dass wir in dieser Area und in dieser Area bekommen wir ja den gleichen Schaden. Aber das Besondere ist, hier in der Mitte, bei dem Overlap, das heißt da, wo sie sich schneiden, die beiden Kreise, da ist der Boss gerade drin. Und bei Bossen wollt ihr auf jeden Fall, dass zwei Areas sich überschneiden, habt ihr einfach nochmal den doppelten Schaden. Ja, das Doppelte an Schaden. Das heißt, ihr müsst ein bisschen lernen, das zu benutzen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Navali, die arme Navali muss jetzt erstmal herhalten. Und zwar, hier ist meine Maus, ja, ihr geht nicht auf den Mob drauf, sondern ihr geht ein bisschen, was ich einfacher finde, ihr könnt zwar auch davor casten, aber auch dahinter, wenn ihr dahinter castet, seht ihr das hier? Müsst ihr so ein bisschen die Range, seht ihr das? Die ist jetzt genau im Overlap mit drin. Das bedeutet, hier kriegt sie den doppelten Schaden und das ist natürlich besonders wichtig bei Guardians oder Shaper, dass ihr so ein bisschen so einen Schritt hinter den Mobs dann eure Maus macht, damit ihr halt den doppelten Schaden bekommt. So, an sich, von dem Flask her kann ich nochmal ganz kurz erzählen, nicht mehr lange, okay, und dann gucken wir uns Guardians und Shaper an. Und zwar, wir brauchen eine Instant-Life-Flasche, wir brauchen Aziris Promise, beste Unique-Flasche, die es gibt. Und ist auch besser als Winkter zum Beispiel für diesen Bild. Ansonsten haben wir noch eine Diamond-Flasche. Silberflask haben wir jetzt gerade reingetauscht für die Mana-Flasche. Und noch eine Movement-Speed-Flasche. Wir wollen Chill, Curse und Bleeding-Immunität haben auf den drei Flaschen. Hier könnt ihr zum Beispiel noch Increased Effect oder sowas noch drauf haben. Ihr könnt ja auch irgendwas anderes. Ihr könnt also in den vier Flaschen diese drei Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, variieren, je nachdem wie ihr das trefft. Ja? Okay, haben wir auf jeden Fall die Flaschen und dann geht es nochmal so ein bisschen um die Jewels. Hier wollen wir auf jeden Fall Elemental Damage to Spells, am besten natürlich Lightning Damage, ist aber ein bisschen teuer. Ansonsten können wir uns auch Cold Damage mit reinnehmen. Critical Strike Multiplier und Life wäre auch noch sehr nice, wenn ihr Life erstmal Priorität Nummer 1 und dann vielleicht Critical Strike Multiplier und danach kommt dann der Edel Damage. Ansonsten auf Jewels, auf normalen Jewels, die wir auch im Skilltree haben, könnt ihr euch natürlich überlegen, ob ihr euch auch diese OP Abyss Jewels nehmt, wenn die nächste League noch da sind. Ansonsten holt ihr euch ganz normale. Und zwar habe ich hier, also Priorität Nummer 1 ist immer Life. Danach kommt Critical Strike Multiplier for Spells zum Beispiel. Und danach kommt Spell oder Lightning Damage. Man kann auch While Holding Shield zum Beispiel, gibt es auch den Stat. Hier habe ich auch nochmal einen mit Lightning, Area Damage ist auch gut, zum Clearen, Maximum Life. Hier habe ich auch Area Damage, Maximum Life, Lightning Skills Multiplier.
Und hier, der hier ist ziemlich gut. Das ist dann noch einer mit Critical Strike Multiplier, Life, Area Damage und Lightning, Lightning Resistance und Cold Resistance. Kann man natürlich sich auch holen, wenn ihr, sag ich mal, dann ein bisschen viel Currency habt. Gut, das war es erstmal zu dem Gear. Ich hoffe, ihr habt das alles soweit verstanden. Zum Leveling werde ich das auf jeden Fall in die Excel-Tabelle reinmachen. Dann müsst ihr einfach ganz unten gucken unter die Gems. Dann gibt es so eine kleine Leveling-Sektion, wie ihr den am besten leveln könnt. Ansonsten gucken wir uns jetzt einmal Guardians und Shaper an. Und dann sage ich schon mal Tschüss, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen. Und sagt mir einfach eure Erfahrungen mit diesem Charakter, falls ihr den angefangen habt oder den spielen wollt. Haut rein, macht's gut.